Was gibt es heute? Heute verraten wir dir 5 weitere Dinge, die Katzen hassen. Wenn du wissen willst, was du deiner Katze keinesfalls antun solltest, bleib jetzt dran. Los geht's! Im ersten Teil hast du schon 5 Dinge erfahren, die Katzen besonders hassen. Du hast den ersten Teil verpasst? Kein Problem, wir verlinken dir das Video hier oben rechts und unten in der Infobox. Heute klären wir 5 weitere Situationen, denen du deine Katze besser nicht aussetzen solltest. Fangen wir direkt an. Erstens, anstarren. Katzen können es überhaupt nicht leiden, angestarrt zu werden. Besonders hassen sie es, wenn man ihnen direkt in die Augen starrt. Unter Katzen gilt das Anstarren als eine Art Bedrohung. Katzen starren sich nämlich an, wenn sie kurz davor sind, miteinander zu kämpfen. Starrst du also eine Katze an, könnte es sein, dass es sie verängstigt oder verunsichert. Im schlimmsten Fall könnte sie dich sogar angreifen. Möchtest du mehr zum Thema Katzensprache erfahren? Dann abonniere gerne kostenlos unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Mit unseren Videos helfen wir dir, deine Katze besser zu verstehen. Zweitens. Veränderung der Routine. Katzen sind Gewohnheitstiere. Ein strukturierter Tagesablauf gibt ihnen Sicherheit. Fressen immer zur selben Zeit, spielen jeden Abend und den Kratzbaum immer am selben Platz. Das gefällt dem Stubentiger. Doch wehe, etwas ändert sich in dieser Routine. Wenn das Katzenklo plötzlich an einem anderen Ort steht oder das abendliche Spielen ausfällt, kann das deine Katze ganz schön nerven. Noch viel schlimmer, wenn es um das Thema Fressen geht. Deine Arbeitszeiten haben sich geändert und du kannst die Katze nicht zur gewohnten Zeit füttern? Wenn du dann nach Hause kommst, findest du sicher halb verhungerte und ganz schön genervte Stubentiger vor. Wag es ja nicht, dich erst einmal in Ruhe auszuziehen oder dich auszuruhen. Die Katzen müssen sofort und ohne jeden Verzug gefüttert werden, sonst hast du es den Rest des Abends mit ziemlich beleidigten Mitbewohnern zu tun. Bei verzögerter Fütterung verstehen Katzen also keinen Spaß. Aber auch andere Veränderungen können deine Katze ziemlich stressen. Für uns ist es vielleicht nur eine Kleinigkeit, für dein Stubentiger aber eine große Sache. Versuche also, eure Routine so gut es eben geht beizubehalten. Falls Veränderungen anstehen, mute deiner Katze nicht zu viel auf einmal zu. Drittens, hochheben. Klar, es gibt diese Kuschelkatzen, die am liebsten den ganzen Tag auf dem Arm herumgetragen werden wollen. Das sind aber eher die Ausnahmefälle. Normalerweise mögen Katzen es nicht, hochgehoben zu werden. Und erst recht nicht von fremden Menschen, die zu Besuch da sind. Denn Katzen behalten gerne selbst die Kontrolle. Wie ist das bei dir? Lässt deine Katze sich gerne hochheben? Schreib es doch mal in die Kommentare. Viertens, Einsamkeit. Wer unsere Videos regelmäßig schaut, kennt folgenden Satz sicher schon in- und auswendig. Katzen sind Einzeljäger, aber keine Einzelgänger. Denn in fast jedem Video erwähnen wir, Wohnungskatzen bitte niemals alleine halten. Und dennoch kommt es leider viel zu häufig vor, dass Katzen aus Unwissenheit, finanziellen oder anderen Gründen allein gehalten werden. Dabei brauchen Katzen ganz dringend den Kontakt zu Artgenossen. Katzen kommunizieren auf ihre ganz eigene Weise und ein Mensch, ein Hund oder ein anderes Tier können dies nicht ersetzen. Katzen vermissen aber nicht nur den Kontakt zu Artgenossen. Sie vermissen auch ihren Menschen, ihre Bezugsperson, wenn diese längere Zeit nicht anwesend ist. Fünftens, Wasser. Die meisten Katzen mögen kein Wasser. Aus dem Trinkbrunnen trinken oder mal mit der Pfote im Wasser spielen ist für die meisten Katzen noch in Ordnung. Aber ein richtiges Bad nehmen? Lieber nicht. Deshalb solltest du deine Katze auch nicht zur Strafe mit Wasser bespritzen. Sie merkt ganz genau, woher das Wasser kommt und wird dir das sehr übel nehmen. Es gibt jedoch einige Rassen, die nicht so wasserscheu sind. Dazu zählen zum Beispiel Bengalen, Maine Coons oder norwegische Waldkatzen. Aber auch unter allen anderen Rassen gibt es natürlich Ausnahmen, die sich gerne mal das Fell nass machen. Und das war's auch schon mit diesem Video. Hast du Lust auf einen dritten Teil? Dann lass es uns in den Kommentaren wissen und gib uns gerne einen Daumen hoch, falls du es noch nicht getan hast. Und hier kommen wie immer die Outtakes. Und da ist er weg. Oh, Sisi, auf der anderen Seite. Au! Lucky!
Michi, sag mal, geht's noch? Nee, du kriegst jetzt gar keinen mehr. Nee, du bist ganz frech. Oh, ein Magnet. Nein, nicht herkommen. Oh. Du solltest sitzen bleiben. Du solltest nur gucken. Das war gut. Diese Fliege, ne? Nervt richtig. Nervt übertrieben. Okay, erst mal die Fliege, oder so. Dein Herz, voll in mein Auge. Oh, jetzt ist er aber richtig. Das war richtig aggro. Oh! Hat er die Kamera getroffen? Ich glaube, ja. Oh nein.